Da wären wir in der Zwischenrunde der Hallenmeisterschaften. Das Duell Hoffenheim gegen Freiburg entscheidet am Ende, wer im Viertelfinale steht. Aufgrund von 18 Teams muss es dieses eine Zwischenrundenspiel geben. Und da beide Mannschaften hier sich erst im Elfmeterschießen durchgesetzt haben, ist die Wahl auf die beiden Teams hier gefallen. Hoffenheim konnte gegen Gladbach gewinnen und Freiburg gegen Augsburg. Gibt einem dann auch noch so ein bisschen die Zeit, die erste Runde Revue passieren zu lassen, war unter dem Strich recht torreich und so hoffen wir das natürlich auch fürs Viertelfinale. Und so viel sei gesagt, heute gibt es dann auch alles auf einen Schlag. Hier gibt es erstmal die Zwischenrunde, dann folgt das Viertelfinale, direkt anschließend das Halbfinale und das Finale. Spiel um Platz 3 wird hier einfach mal ausgelassen. Und ausgelassen wird die Stimmung bei Freiburg, weil Gulde das 1:0 macht und den Zaun hochklettert, sich da vielleicht mit ein paar Hoffenheimer Ultras kloppen möchte. Vielleicht aber auch nicht. Jedenfalls 1:0 für Freiburg. Gab aber auch am ersten Turniertag viel hin und her und Führung hergeschenkt, dieses und jenes. Deswegen hat das hier noch nicht viel zu sagen, aber es ist schon mal nicht schlecht, zumindest in Führung zu gehen. Grifo mit der nächsten Schusschance, aber kein Problem für Baumann. Schön. Ist auch in der ersten Runde häufiger gefallen, das Wort schön, aber das ist von Höhler ein guter Strahl, nimmt ihn gar nicht erst an, sondern feuert ihn rein. Oliver Baumanns Rettungstat wird eben nicht zu einer Rettungstat, sondern ist nur eine schöne Flugeinlage. Ansonsten auch diese Zwischenrunde oder dieses Zwischenspiel. Richtige Zwischenrunde ist es nicht, da es eben nur diese eine Partie ist. Ist einmal der Dank an alle interessierten Zuschauer, die sich tatsächlich die Spiele angeschaut hat der ersten Runde. Euer reges Interesse hat mich sehr gefreut. Trotz Inaktivität und allem, dass ihr immer noch so treu vertreten seid. Und jetzt gucken wir ein bisschen hier, was Hoffenheim macht. Abgefälschter Schuss. Bisschen Unsicherheit bei Müller. Bebu ans Gebälk und die Kontermöglichkeit. Spielt Höhler aber nicht besonders schnell aus. Und dann Bebu, der hinten aushilft. Letzte Minute bereits am Laufen. Freiburg bisher in der Pole Position. Zwei Tore Führung. In der Halle aber immer ein sehr wackeliges Gebilde. Selbst drei Tore Führung hat hier noch nicht unbedingt was zu bedeuten. Keitel, der hier Baumann prüft, der das aber parieren kann. Akpoguma ist kein Durchkommen. So viele Chancen hatte bislang Hoffenheim noch nicht. Sie tun sich schwer und tun vielleicht gut daran, in den letzten 10 Sekunden zumindest noch den Anschlusstreffer zu erzielen. Das ist von Bebu aber zu harmlos und so geht es mit dieser 2:0 Führung jetzt erstmal in die Pause. Schlückchen Wasser trinken, Seite tauschen und dann geht's gleich weiter. Genau, jetzt geht's weiter. Hoffenheim hat den Ball und versucht hier schnell ranzukommen. Müller mit der Glanzparade. Aber Prömel holt sich den Ball wieder, das dann ein bisschen überhastet. Müller holt sich den Ball und lässt ihn lässig hinten kreisen. Oder laufen. Grifo, Baumann, Nachschuss von Höhler. Also Freiburg kommt auch gut raus. 3:0 Grifo. Und das ist jetzt eben schon mal ein ganz gutes Polster, dass selbst wenn man einen Gegentreffer kassiert, nicht sofort wieder gezittert werden muss. Das ist ein schönes Tor. Kurs Viertelfinale bei Freiburg und Hoffenheim. Eben auch ja schon mal recht weit gekommen in diesem Wettbewerb.
wird sich vermutlich jetzt hier verabschieden, auch wenn wir für eine mögliche Aufholjagd von Hoffenheim sicherlich auch offen wären. Ein bisschen Spektakel täte dem Ganzen hier auch gut. Jetzt vielleicht Kabak, aber ist dann Pech, wenn da Akpoguma steht und kein Stürmer, der ein bisschen mehr Selbstvertrauen im Abschluss hat. Und für Freiburg spricht die Zeit und ja, bislang noch keinen Gegentreffer hier. Gulde zurück, das ist clever. Hoffenheim müsste eigentlich aggressiver anlaufen in Anbetracht der Lage, dass sie 3-0 hinten liegen und nur noch anderthalb Minuten zu spielen sind. Jetzt dürfte es das aber tatsächlich gewesen sein. Höhler mit einem Distanzschuss. Er hat das schon bei seinem ersten Tor gut gemacht. Einfach nicht lange gefackelt, sondern rauf. Dann kommt er natürlich auch gut. Und unhaltbar für Baumann. Da dürfte jetzt tatsächlich nichts mehr anbrennen. Kabak scheitert an Müller. Den Kopfball muss er eigentlich machen. Bebu, ja. Zumindest der Ehrentreffer. 1-4 steht's. Viel mehr dürfte da jetzt dennoch nicht passieren. Da lässt sich Bibu eigentlich ein bisschen zu viel Zeit, aber auf der anderen Seite ist es dann auch clever und abgezockt, den nochmal runterzunehmen. Eine Minute und 15 Sekunden bleiben für Hoffenheim hier, das Unmögliche möglich zu machen. Und ganz ausgeschlossen ist es ja nicht, Bibu. Aber Keitel dazwischen. Keitel setzt sich dann noch durch, Höhler. Und Keitel wieder mit einer der schlechtesten Abschlüsse bisher. Aber Freiburg lässt zumindest nochmal was zu. Also sie verbarrikadieren sich nicht. Dann dürfte es eigentlich auch was werden. Auf der anderen Seite ist es immer gut, den Ball auch vom eigenen Tor fernzuhalten. Vor allem, wenn es nur 2x3 Minuten geht, Gulde. Und trotz des 1-4-Treffers wird es hier dann nicht mehr spannend. Die letzten 20 Sekunden brechen so langsam an. Freiburg zieht ins Viertelfinale ein. Das steht fest. Baumann, ja, ein bisschen wild. Und so plätschern die letzten Sekunden dahin. Hoffenheim mit Kabak nochmal. Ja, zumindest noch das 2-4. 2 Sekunden vor dem Ende. Und ein schöner Trick. Es wird aber logischerweise nichts mehr reichen. Weil es das jetzt war, Hoffenheim fliegt in der Zwischenrunde. Freiburg setzt sich mit 4-2 durch und ist im Viertelfinale. Und dann schauen wir einmal auf die Partien im Viertelfinale. Wurde mit einem Zufallsgenerator ausgelost. Die Vorrunde hatte ja noch System, jetzt wurde tatsächlich gelost mit einem Programm am Computer. Mainz spielt gegen Leipzig, das wird auch gleich das erste Spiel sein. Leverkusen spielt gegen Bayern, also ein richtiger Kracher. Wolfsburg spielt gegen Freiburg, die sich eben durchgesetzt haben. Und Dortmund spielt gegen Werder Bremen. Und damit soll es dann auch gleich weitergehen. Und da wären wir beim ersten Spiel der Viertelfinals. Mainz gegen Leipzig. Mainz, das sich ja 6-2 deutlich gegen Stuttgart durchsetzte. RB Leipzig tat sich schwerer. Gegen Union Berlin lag da meines alten Wissens sogar hinten mit 1-0. Konnte das Spiel aber drehen und knapp gewinnen. Schauen wir mal. Es gibt auch, das ist das Interessante hier, ein paar neue Gesichter auf dem Feld. Ajorg ist zum Beispiel dabei und Xavi Simmons dürfte auch neu sein. Der macht hier das 1-0, ist ja ein richtig guter Kicker und möglicherweise auch der Game Changer in ja, diesen Spielen in der Halle. Ist die Frage dann, sollten sie weiterkommen? Das ist ja noch Zukunftsmusik. Wird er dann in den nächsten Spielen auch auflaufen? Da ist ja den Trainern alles erlaubt. Da darf man
bunt durchwechseln, nichts mit Festspielen. Wäre auch irgendwie nicht so schön. Um nicht zu sagen dämlich, aber ja, schauen wir mal. Zentner im Kasten, der hat schon das erste Spiel mitgemacht und hier haben wir jetzt wirklich neue Spieler, neue Gesichter bei Mainz. Ajorg, Burkhardt, Widmer und Giavugi, die alle nicht mitgespielt haben, wenn ich mich nicht täusche. Und Blaswig auch jetzt zwischen den Pfosten. Da war ja noch Gulaschi in der Vorrunde. Hat auch einen guten Job gemacht. Eben nur einen Gegentreffer kassiert. Das ist in der Halle schon gar nicht so schlecht. Ajorg versucht. Giavugis Nachkopfball. Dann aber zu hoch angesetzt. Mainz hat also auch so seine Chancen. Und wie gesagt, dieses 6:2 gegen Stuttgart war schon ein Fingerzeig. Das heißt, hier in der Halle kann eigentlich alles passieren. Da ist jetzt nicht so viel mit Trends. Klar, bringen dir hier viele gute individuelle Spieler immer was. Aber das lässt sich in 2x3 Minuten auf kleinem Feld immer noch mal ein bisschen anders bewerten. Jetzt die Möglichkeit, Paulsen muss eigentlich querlegen, macht es selber und haut ihn rein. 2-0 Leipzig. Wenn er selber schießt, muss er ihn auch machen. Eigentlich kann er ihn auch easy auf Xavi Simmons rüberlegen, aber Paulsen wollte seinen eigenen Treffer und den hat er dann hier auch bekommen. Mainz also jetzt 2 Tore Rückstand zu bewältigen. Aber um mich nicht zu häufig zu wiederholen, es ist nicht unmöglich, das hier umzubiegen, aber Leipzig wirkt schon sehr gut und hungrig. Mainz, Großchancen hielten sich bisher in Grenzen, aber jetzt Widmer mit dem 1:2, da haben wir es also wieder. Plötzlich ist wieder alles offen, schön mit der Brust angenommen, dann ein bisschen abgewartet, Schlager kommt dann den Schritt zu spät, kommt da nicht mehr rein. Und so wird es wieder eng. Eine halbe Minute noch zu spielen in der ersten Halbzeit. Mainz ist mittendrin statt nur dabei. So, und wieder Widmer. Blaswig mit der Flugparade. Widmer hat richtig Bock, aber das ist dann zu wenig. So eine Rückgabe, da muss man rauffeuern. Eigentlich. Ist aber nur leicht gesagt hier. Auf dem Kommentatorenplatz. 2 Sekunden noch. Ajorg, da müsste man mal schießen. Geht aber nicht. 1:2 steht's. Leipzig hat erst 2:0 geführt. Dann der Anschlusstreffer von Widmer. Offen. Also alles für Halbzeit 2. In die gehen wir jetzt auch rein. Leipzig stößt an. Kommt mit Schlager. Alle 8 Feldspieler in der Hälfte von Leipzig. Das gibt eigentlich Konterplatz. Widmer hat auch das Auge für Ajorg. Der hat einen Schuss und den nutzt er aus. Ausgleich. 2:2. Da geht das Kunstrasengemisch in die Luft bei diesem wuchtigen Schuss. Und so wieder alles offen. Wird Mainz hier zur Überraschungsmannschaft? Könnte sein. Ajorg scheitert an Blaswig. Aber es steht ja nur 2:2. Das heißt, ein Leipziger Tor würde hier dann wieder für Ruhe im Karton sorgen. Aber auf der anderen Seite ist es auch nur ein Treffer aktuell, der Mainz fehlen würde. Giavugi aus der Drehung. Gut reagiert von Blaswig. Mittlerweile ja schon nicht mehr wegzudenken aus dem Tor bei Leipzig. Klostermann hat zu viel Platz und den nutzt er aus. 3:2 Leipzig. Gehen wieder in Führung. Die Rasenball-Sportler. Oh. Mainz
muss wieder antworten. Aber dass sie das können, haben sie gezeigt. So dann vielleicht auch gleich hier. Es ist noch ausreichend zu spielen. Den zweiten Gegentreffer sollte man jetzt in der zweiten Halbzeit allerdings nicht schlucken, weil dann wird es doch irgendwann eng. Leipzig jetzt weit zurückgezogen. Kontermöglichkeiten für Mainz verhindern. Klostermann, oh, sah fast wie eine Parade mit der Hand aus, aber Videobeweis gibt es hier nicht. Soweit ich weiß zumindest. Ajorg. Ja, lässt den Ball nochmal hinten laufen. Das ist auch clever. Nicht überhastet. Es ist ja genug Zeit. Das war jetzt aber ein großer Fehler. Schlager. Boah, da hat Mainz Glück, dass Schlager das nicht besser ausspielt. Aber dann Giavugi überhastet. Kam da nicht besser an den Ball. Jo, und das war's wohl. 4:2, Yusuf Paulsen, der Däne mit dem nächsten Tor, der hier die 2-Tore-Führung wieder herausschießt. Es sind zwar noch 45 Sekunden zu spielen, aber ob das reicht, wage ich mal zu bezweifeln. Hat sich Mainz so schön wieder rangekämpft, um am Ende dann womöglich doch mit leeren Händen dazustehen oder ja aus dem Wettbewerb ausgeschieden zu sein. Ist keine Schande gegen Leipzig. Aber insgeheim vielleicht nach dem 2:2 doch ein bisschen mehr Hoffnung da gewesen. Giavugi nochmal. Giavugi an die Latte. Guter Schuss. Nachkopfball sitzt nicht. Und dann war es das. Das wäre vielleicht nochmal die klitzekleine Chance gewesen, auszugleichen. Aber die ist jetzt passé. Leipzig geht ins Halbfinale und schlägt Mainz mit 4:2. Nicht unverdient. Bisschen kühler gewesen vom Kasten. Mainz hat aber gut mitgehalten. Ist aber trotzdem raus. Viertelfinale Nummer 2. Leverkusen gegen Bayern. Wohl das heiß erwartetste Duell in diesem Turnier. Da treffen auch die beiden Spitzenmannschaften der Draußensaison aufeinander. Bayern und Leverkusen. Ja, Bayern mit 5:1 weiter gegen Köln. Leverkusen gewann 3:1 gegen Darmstadt. Das war ein bisschen enger, aber die Karten werden sowieso in jeder Runde neu gemischt. Da auch ganz andere Spieler zum Teil auf dem Feld stehen. Kane jedoch tritt hier zum zweiten Mal auf. Der lässt sich nicht zweimal bitten. Aber Bayern ist deutlich offensiver aufgestellt. Davis der einzig nominell Defensive. Jetzt macht er Sané hinten gerade erstmal die Absicherung. Bei Leverkusen Stanisic, der wohl neu dabei ist. Aber gut, Davis auf Coman. Radetzky hält gut, da kommt die Kamera gar nicht mit. Aber der Ball war nicht drin, sonst hätten wir das mitbekommen. Erste Minute abgelaufen. Bayern eigentlich so mit der besten Chance, wobei Leverkusen eine zumindest auch schon hatte durch Stanisic. Ist ein bisschen hier wie beim Golf, wenn man nicht kommentiert. Man schaut sich das an, hört zwischendurch einmal diese Einschläge auf den Ball. Hat fast ein bisschen etwas Meditatives, aber nicht einschlafen. Hier kann nämlich jede Sekunde was passieren. Stanisic gewinnt den Ball. Frimpong hat viel Platz. Frimpong! Warum macht er den Lupfer da? Vor allem auch noch mit seinem schwachen linken Fuß. Puh, da wäre deutlich mehr drin gewesen. Den muss er einschieben oder reinwemsen, aber ja, nicht übers Tor lupfen. Das klappt meistens nicht. Jetzt Davis. Der macht's besser, aber Radetzky ist wieder da. Wenn man genau hinguckt, sieht man bei Radetzky auch schon die rot aufgeschürften Knie. Der lädt das richtig, der Finne. Der geht da drin auf. Wenn es nicht wehtut, war man nicht dabei. Jetzt wieder Davis. Auch der mit dem Lupfer und Radetzky da mit der Faustabwehr. Spannend. Aber gut. Es soll ja auch ein bisschen Spaß machen.
in der Halle. Fußball wird zwischendurch aber auch mal gespielt. Halbe Minute noch, also noch kein Tor in dieser Halbzeit. Das wäre auch ein Novum, aber jetzt ist der Ball drin. Frimpong drückt ihn rüber und da gibt es nicht mal eine Wiederholung. Schade eigentlich. Hat aber direkt den Jubel daran angeschlossen. Der Ball rollt da über die Torlinie und dann steht Frimpong am zweiten Pfosten und rückt ihn rein. 1-0, also für Bayer 04 Leverkusen. Adli mit der nächsten Chance. Der Doppelschlag vor der Pause gelingt den Leverkusenern jedoch nicht. Trotzdem, das ist ein Zeichen von Leverkusen. 1-0 steht zu Hause. Bayern hat noch 3 Minuten Zeit, es zu drehen. Ja, und zwar auch das jetzt direkt ohne große Umschweife. Radetzky mutiert hier aber zur Krake. Kane, Davis, schießt den auf dem Boden liegenden Radetzky an. Jetzt Adli, guter Schuss. Dann Sané, der aufpasst. Ball geht auf die andere Seite. Coman nimmt Sané nochmal mit, der hinten ein bisschen abwartend ist. Und Radetzky schon wieder. Fällt da fast mit dem Ball ins Tor, aber noch rechtzeitig vor der Linie wieder auf dem Boden angekommen. Harry Kane, gutes Doppelpassspiel mit Coman, aber Radetzky, Mann! Als hätte der irgendwie mal, Futsal hätte ich gesagt, aber da sind die Tore anders! Und hier ist noch ein anderes Tor. Frimpong 2-0. Da zeigt jetzt Leverkusen die Kaltschnäuzigkeit, die Bayern bis dahin noch ein bisschen abgegangen ist. Und so viel muss man auch sagen, Bayern in den letzten Jahren nie so weit gekommen. Zumindest haben sie es noch nie geschafft, den Hallenmeistertitel einzufahren. Da sind Dortmund und Gladbach führend. Ja, und das ist das 3-0. Frimpong mit dem Fallrückzieher. Jetzt hier fast ein bisschen FIFA Street Vibes. Adli mit dem Ball in die Spitze. Kann Neuer vielleicht auch rauskommen, aber das sei mal dahingestellt. 3-0 für Leverkusen. Jetzt wird es deutlich. Aber wenn man einer Mannschaft zutraut, das noch zu drehen, dann sind es die Bayern. Die müssen eigentlich nur ihre Chancen machen. Denn die Möglichkeiten sind ausreichend da. Jetzt hat aber Schick ein bisschen Platz. Und der zieht drauf, Neuer hält. Also wenn hier vor der 1-Minuten-Marke noch das 3-1 fällt, dann halte ich es nicht für ausgeschlossen, dass Bayern nochmal rankommt. Ansonsten wird die Zeit zu knapp. Und danach sieht es aktuell eher aus, dass es Bayern nicht gelingt, hier nochmal ranzukommen. Sané. Coman. Den Luxus haben sie eigentlich nicht mehr, nochmal hinten rum zu spielen. Wird die Zeit zu knapp. Sané. Haut drauf, Radetzky. Ja, es ist. Am Ende ist es Radetzky, der hier Bayern aus dem Wettbewerb wirft. Klar, auch die 3 Tore von Leverkusen nicht unter den Teppich zu kehren, aber Bayern hätte auch locker 3 Dinger machen können. Doch was Radetzky hier rausfischt, das entscheidet hier am Ende das Spiel. 20 Sekunden noch. Leverkusen kommt nochmal. Kommt nochmal ein Häkchen von Stanisic. Schick nimmt die Zeit mit. Radetzky wird es langweilig hinten. Kommt mit zur Mittellinie. Und so läuft es hier ab. Nochmal ein Freistoß für Leverkusen. Und dann ist Feierabend. Bayer Leverkusen gewinnt 3-0 gegen Bayern. Schmeißt den FCB raus und ist im Halbfinale. Viertelfinale Nummer 3. Wolfsburg gegen Freiburg. Der SC Freiburg, der sich eben noch gegen Hoffenheim in der Zwischenrunde durchsetzen konnte, darf jetzt wieder ran. Mannschaft ist aber durchgemischt.
viele neue Spieler wieder dabei. Das heißt, was die Kräfte angeht, dürfte es hier eigentlich ausgeglichen sein. Und auch von der Qualität her eigentlich eher auf Augenhöhe. Lassen wir uns mal überraschen. Zwei Halbfinalisten haben wir schon. Das sind Leipzig und Leverkusen. Und wer wird noch dazu stoßen? Salai mit der ersten Chance für Freiburg. Castells ist aber da. Wind, ja, schön. Wir haben ja eben schon ein Fallrückzieher-Tor von Frimpong gesehen. Jetzt hier der Seitfallzieher-Versuch von Wind, auch nicht schlecht. Gregoritsch, der aber an Meyer nicht vorbeikommt. Oder Meyer, weiß gar nicht, wie man es korrekt ausspricht. Da mögen mir die Wolfsburger bitte verzeihen. Erste Minute abgelaufen. 0-0, Chancen auf beiden Seiten und jetzt haben wir den ersten Treffer. Sebastian Bonno. Schön oben links reingehängt. Tolles Tor, nicht zu halten für Müller, der eben tatsächlich schon gespielt hat. Der einzige Freiburger, der hier doppelt aufläuft und Salai mit der direkten Antwort. Nur 8 Sekunden später. Kriegt den Ball da zentral vorm Tor, hoppelt nochmal auf, aber Salai hat die Qualität, den einzuschweißen. Und so macht er es auch. Die Führung von Wolfsburg also nicht besonders lange von Bestand. Aber sie haben einfach jetzt Lust, sich eine neue rauszuschießen. 2-1 Meier. Nachdem die erste Minute ein bisschen langsam losging, haben wir jetzt innerhalb von 26 Sekunden, also 26 Spielsekunden, 3 Tore und fast das vierte. Freiburg wieder fast mit der perfekten Antwort. Aber Castells ist da. Wind. Und jetzt auch mal Müller, der sich auszeichnen kann. Gregoritsch, ja, macht Wolfsburg jetzt clever, da hinten mit Wind als Absicherung, da immer hinten noch einen stehen zu haben, ist manchmal Gold wert. Letzten 60 Sekunden laufen, Gregoritsch, Sildia, viel Platz für Freiburg, Sildia! Da macht das, 2-2. Ausgleichstreffer, Freiburg ist wieder gleichgezogen. Und jetzt vielleicht die Chance. Es war sogar eine Chance. Gregoritsch aber zu schwach, der Abschluss. Kann er eigentlich besser. Das Arnold mit dem Lupfer, der wird von Müller aber abgefangen. 20 Sekunden noch zu spielen im ersten Abschnitt. Hat sich mittlerweile zu einem schönen Schlagabtausch entwickelt. Jonas Wind, spitzer Winkel, kann Müller aber nicht überlisten. Vielleicht gibt es noch die Chance vom Seitenwechsel. Eggestein, ja, da haben wir sie, aber Castells ist da und hält den Schuss aus der zweiten Reihe. 2-2, alles offen für Hälfte 2. Zwei Führungen von Wolfsburg konnte Freiburg bereits egalisieren. Aber vielleicht haben sie ja auch Interesse daran, selber mal in Führung zu gehen. Ist ja vielleicht auch gar nicht so schlecht. Salai, aber er kommt nicht durch. Jetzt Wolfsburg mit dem Gegenangriff. Meier, schöner Schuss. Müller ist aber da. Guter Auftakt hier in Hälfte 2 für Wolfsburg. Eggestein. Wolfsburg steht gut, sehr gut.
lassen nichts durch. Jetzt mal vielleicht Salai und Sildia. Pariert von Castils. Und den Nachkopfball kriegt dann Sildia nicht mehr richtig erwischt. Das war sie, die große Chance zur Führung für Freiburg. So weiterhin 2:2. Sildia nochmal hintenrum. Probates Mittel hier. Sildia. Castils. Der spielt sich ja auch gerade sehr gut auf. Wie schon Radetzky im Vorspiel, macht hier Castils eine gute Partie. Haut da am Fließband die Dinger raus. Die Paraden. Salai mit der Hacke zu Gregoritsch. Und jetzt kann Castils nichts mehr machen. 3:2 Freiburg. Eine Minute und 22 Sekunden vor Abpfiff der Partie. Mit seinem etwas schwächeren rechten Fuß zirkelt den Gregoritsch da oben in den Winkel. Bornuoro fast mit der Antwort ans Gebälk, nur an die Latte der Ball. Pech für Wolfsburg, Glück für Freiburg und Gregoritsch setzt noch einen drauf. 4:2 jetzt. Da fällt ihm der Ball vor die Füße, weil sich, glaube ich, Eggestein gut durchsetzt. Und dann markiert er das 4:2. Mit 2 Toren hat hier noch keiner geführt. Eine Minute vor dem Ende ist das der große, große Vorteil für die Breisgauer, die hier kurz davor stehen, ins Halbfinale einzuziehen, sich zu Leipzig und Leverkusen dazu zu gesellen in die Runde der letzten 4. Es sieht sehr gut aus und Gregoritsch setzt sich da durch, kann eigentlich selber schießen. Salai gegen Castils, Gregoritsch quergelegt, Sildia 5:2, das war's. Spiel entschieden. Jetzt zu 100%. Freiburg geht ins Halbfinale. Doch schon recht deutlich, wobei jetzt zumindest das 3:5 noch fällt. Jonas Wind, habe ich da die Wolfsburger etwas zu früh abgeschrieben. 23 Sekunden verbleiben ja. Und im ersten Durchgang fielen die Tore auch nur so Schlag auf Schlag. Aber Wolfsburg braucht jetzt schnell den Ball. Ja, so natürlich nicht. Salai! Der geht nicht über die Linie. Wolfsburg muss nach vorne kommen. Es fehlen 2 Tore. 10 Sekunden noch. Wind. Ah, das war's. Das wäre die allerletzte Möglichkeit gewesen. So geht es jetzt dahin. Wind nochmal. 4:5. Aber die Zeit wird nicht reichen. Die Zeit wird nicht reichen. Nur noch 2 Sekunden. Und das kann Freiburg locker ausspielen. Hier ist ja nicht mit Nachspielzeit. Wolfsburg nochmal Moral bewiesen. Am Ende aber brotlos. Und so scheidet Wolfsburg aus. Freiburg setzt sich knapp mit 5:4 ins Halbfinale durch. So, und da holen wir uns den letzten Halbfinalisten ein im Spiel Borussia Dortmund gegen Werder Bremen. Wer setzt sich durch? Wir sind gespannt. Dortmund hat Bochum 4:2 ausgeschaltet. Werder Bremen setzte sich in einem dramatischen Spiel mit 5:4 gegen Frankfurt durch. Lassen wir uns überraschen. Dortmund hier in Schwarz. Werder Bremen hat sich jetzt die weißen Trikots übergestreift, weil Grün auf Grün immer so ein bisschen schwierig ist für die ältere Bevölkerung, wie auch den Kommentator. Und deswegen, ja, so ist doch alles in Butter. Die erste Chance, Füllkrug mit dem Kopfball etc. hat den aber relativ problemlos. Jetzt rollt der Angriff für Werder Bremen und Duxch schießt drauf. Boré ist dann der Winkel zu spitz. Kobel passt auf. Ah, Fehler Özkan. Duxch, 1:0 Werder.
Fehler von Özkan im Aufbau. Duxch nutzt das aus. Die Wiederholung bleibt uns verwehrt. Leider war ein schöner Treffer, wuchtig unten rein. Nicht zu halten für Kobel. Aber so viel sei dazu gesagt. Dortmund kann mit Rückständen umgehen. Gegen Bochum lagen sie auch hinten. Wenn mich nicht alles täuscht, sogar mit 2 Treffern. Deswegen muss man hier noch lange, lange nicht die Nerven verlieren. Aber Werder Bremen zeigt auf jeden Fall, in welche Richtung es für sie gehen soll. Boré, Schuss von Friedel und der wird ganz knapp noch vor der Linie gerettet von Kobel. Dann fast der Fehler von ihm. Der wird aber nicht bestraft. Alea jetzt ein bisschen nachlässig. Stay. Friedel macht zu wenig draus. War eigentlich eine gute Chance. Jetzt Özkan. Badet der seinen Fehler noch wieder aus? Erstmal nicht. Erstmal nicht. Gut, auf der anderen Seite wird ja sowieso in der Halle fast jeder Fehler bestraft, wenn man da immer groß von Fehlern sprechen kann. Stay. Scheitert an Kobel. Denn das ist ja das Schöne hier in der Halle. Da will man Fehler um Fehler sehen, worauf dann Tor um Tor folgt. Dafür sind wir ja hier. Bisschen Platz. Duxch auf Stay abgefälscht. Füllkrug, aber dabei geht doch recht deutlich vorbei. Und jetzt brechen so langsam die letzten 20 Sekunden an. Kommt Dortmund nochmal zurück. Ja! Vor der Pause. Das 1:1. Marius Wolf. Spitzer Winkel. Ist schwierig für Zetterer, der nicht weiß, legt er ihn nochmal quer oder macht er ihn selber. Und dann, wenn er so wuchtig raufkommt, dann kann man da als Keeper auch nicht mehr viel machen. Dortmund meldet sich zurück. Boré aber nochmal mit der Chance für Werder. 10 Sekunden vor Schluss. Der ersten Halbzeit zumindest. Stay holt sich den Ball. Stay holt sich den Ball und haut ihn rein. Ja, das hat sich Dortmund anders vorgestellt. Ja, wieder Özkan mit dem Fehler. Sehr, sehr unglücklich. Das Duell der Nummer 6 gegen die Nummer 6. Stay bislang mit der besseren Performance. 2:1 zur Pause für Werder. Noch alles offen für den nächsten Durchgang. 3 Minuten noch einmal alles reinhauen. Wer macht hier am Ende das Rennen? Es ist knapp, es ist ausgeglichen. Friedel scheitert im 1 gegen 1 an Kobel. Duxch hält den Ball aber in den Bremer rein. Gefährlicher Ball auf Zetterer, aber der weiß auch mit der Pille umzugehen. Bremen mit dem guten Auftakt. Jetzt aber der Ballverlust von Friedel. Wolf kann ihn aber nicht ausnutzen. Friedel, Boré, zu wenig. Jetzt wieder Dortmund, Haller quergelegt, Özkan, 2:2. Und auch das ist das Schöne in der Halle, da kann man, wenn man mal was verbockt ist, schnell wieder umbiegen. Salih Özkan, bisher Unglücksrabe, macht jetzt das 2:2 Ausgleichstor für Borussia Dortmund. War ja gestern auch, was heißt gestern, am Vorrunde 1 Spieltag, also gestern ist falsch gesagt. War ja gestern dementsprechend damals, ich sag jetzt damals, ich weiß nämlich nicht wann es genau war, auch so, dass es wenige Spiele gab, die in die Verlängerung oder beziehungsweise ins Elfmeterschießen gegangen sind, nämlich nur 2 an der Zahl von 9 Partien, also häufig dann eben die Spiele doch in der regulären Spielzeit entschieden und bisher am heutigen Spieltag auch noch kein Elfmeterschießen da gewesen. Bislang würde es hier
so weit kommen, aber eine Minute 15 Sekunden, das sind auch gerne mal 3, 4 Tore noch in der Halle, also alles möglich hier. Alea, boah, Duxch dazwischen, schmeiße ich da rein in den Ball von Marius Wolf, wichtig. Boré, gutes Auge für Stay, 3:2 Werder Bremen. Stay hat richtig Blut geleckt und knallt den Ball hier rein. Da ist für Kobel mal gar nichts zu halten. Dortmund muss also dem dritten Rückstand jetzt hinterherlaufen. Können sie auch den nochmal ausgleichen? 40 Sekunden noch. Duxch verliert den Ball. Özkan, Füllkrug, 3:3. Da ist er schon. Und noch über eine halbe Minute zu spielen. Also, ja, es ist so gekommen wie angekündigt, dass hier gerne auch mal 4 Tore noch in der letzten Minute fallen. Also zumindest jetzt schon mal 2. Und da kommt ja schon wieder Dortmund und wieder Füllkrug. Spiel gedreht. Dortmund geht das erste Mal in diesem Spiel in Führung. Lässt da Duxch stehen. Ah, der ist jetzt ein bisschen überhastet versucht. 15 Sekunden noch. Dortmund hat den Ball. Die Zeit spricht für sie und Werder kommt nicht mehr ran. Werder kommt nicht mehr an den Ball. Jetzt schon. Die Zeit ist aber vorbei. Bremen ist raus. Dortmund holt sich am Ende doch noch den Sieg und geht ins Halbfinale. Da sind wir schon im Halbfinale. Leipzig gegen Leverkusen und Dortmund gegen Freiburg. Das sind die beiden Duelle. Wir schauen als erstes auf Leipzig gegen Leverkusen. Zwei Teams, die ja, für ordentlich Furore bisher gesorgt haben. Vor allem Leverkusen mit dem 3:0 gegen Bayern im Viertelfinale. Ordentliches Zeichen. Leverkusen in Blau mit dem 1:0. Adli nach 15 Sekunden nimmt den mit der Schulter an und dann direkt hinein ins Glück. Schönes Tor, sehr, sehr schönes Tor. Kann man mal so machen. Und nun Leipzig das erste Mal mit dem Versuch, aber sie kommen nicht durch. Radetzky gegen Bayern ja wirklich zum überragenden Mann annoncierte. Ah, der Fallrückzieherversuch von Adli, schön im Ansatz. Am Ende aber ohne Ertrag. Immerhin hat er niemandem ins Gesicht getreten. Erste Minute abgelaufen. Leverkusen mit dem frühen Tor, von dem sie aktuell auch noch zehren und auch hier die Ruhe haben, das so zu spielen. Doch auch das lehrten uns die Viertelfinalspiele. Man kann auch dreimal in Führung gehen und am Ende dennoch als Verlierer dastehen. Das ist hier wirklich ein großes Hin und Her und der Reiz vom Hallenfußball. Tah mit dem gefährlichen Ball, aber am Ende kommt er trotzdem vorne an. Adli gegen Blaswig. Xhaka, wieder Blaswig. Dani Xhaka mal mit dem rechten Fuß. Kommt aber nicht durch.
Traum. Paulsen. Radetzky ist da rechtzeitig unten auf dem Boden. Oh, und Werner holt sich den Ball, macht aber zu wenig draus. Fehler von Hincapié, der aber nicht bestraft wird. Glück für Leverkusen hier im ersten Durchgang, der noch etwas über eine halbe Minute läuft. Tar-Fehler, wieder Werner dazwischen, aber diesmal entsteht nicht direkt eine Chance draus. Hincapié, Adli, sehr eng alles. Also man kommt momentan schwer durch mal irgendwie zu einem Abschluss. Hincapié, die Rückgabe für Blaswig, aber die leichteste Übung. Dann Paulsen nochmal, der auch schon mehrfach erfolgreich war, was Tore angeht in diesem Wettbewerb. Aber zu wenig. Es ist Pause. Nach den ersten 3 Minuten führt Leverkusen mit 1:0 gegen Leipzig. Durchgang 2 erläuft. Leipzig muss mindestens ein Tor machen, um ins Elfmeterschießen zu kommen. Lassen wir uns überraschen, wie sich dieses Spiel hier noch entwickelt. Das ist ja immer nicht vorherzusehen. Boah, das ist den Keeper da so anzuspielen. Naja, Adli geht da mal ein bisschen Risiko ein, aber es wird nicht bestraft. Radetzky kann ja aktuell sowieso alles machen. Da geht kein Ball rein. Blaswig mit der Parade und dann schmeißt er sich mit allem rein, was er hat. Raum. Wieder Radetzky. Castello, jetzt kann Radetzky da nichts machen. Kassiert hier das 1:1. Adli ist nicht stabil genug. Der Ausgleich ist hergestellt für RB Leipzig. Und somit wieder alles ganz schön offen, wie man das hier gerne hat. Werner. Aber Radetzky ist wieder zur Stelle. Der hat sich von diesem Gegentreffer nicht beirren lassen. Fürs Erste zumindest. Xhaka, Hincapié. Boah, verliert er den Ball an Raum. Das darf nicht passieren. Raum, nochmal Raum. Nein, der Ball, er will nicht über die Torlinie. Zumindest nicht zum zweiten Mal. Und wenn, hat Radetzky was dagegen, der hier ein bisschen magisch rüberkommt. 1:20 noch zu spielen. Adli, Hincapié. Hincapié versucht jetzt auch aus jeder Lage zu schießen. Jetzt findet er aber Adli und Blaswig mit einer guten Reaktion. Aus sehr kurzer Distanz. Und man sieht beiden Teams an, sie wollen das hier in der regulären Spielzeit machen. Raum, Raum. 2:1 Leipzig, Spiel gedreht. Läuft er alleine auf Radetzky zu. Und dann ist die Distanz zu kurz, als Radetzky da noch irgendwie reagieren könnte. Leverkusen ist gefordert. Hincapié. Zu unplatziert dieser Schuss, um Blaswig zu überwinden. Raum, diesmal zu wenig. Der Schütze vom Führungstreffer. Tar jetzt vorne als Wandspieler, auch gefunden, aber Hincapié schenkt den Ball wieder her. Boah, Hincapié, das ist gar nicht gut, das ist überhaupt nicht gut. Und wird fast bestraft, jetzt Radetzky mit dem Fehler. Raum, Rückgabe, 15 Sekunden noch. Leverkusen braucht den Ausgleich, so geht es aber natürlich nicht. Die Uhr tickt und Leverkusen kommt nicht an den Ball. Das dürfte es dann gewesen sein. So ist es auch. Leipzig gewinnt mit 2:1 und steht damit als erstes Finalteam fest. Wer zieht nach? Wer wird es am Ende machen? Dortmund oder Freiburg? Wer folgt Leipzig ins Finale der Hallenmeisterschaften? Wer fordert die Rasenballsportler
heraus. Wir werden es sehen nach 2x3 Minuten mit einem eventuellen 9-Meter-Schießen. Wer wird sich hier durchsetzen? Dortmund konnte knapp das Spiel noch drehen gegen Werder Bremen. Freiburg setzte sich sogar in der Zwischenrunde noch gegen Hoffenheim durch. Dann schalteten sie Wolfsburg noch aus dazu. Also beide Mannschaften haben sich hier bereits bewiesen und wollen dann jetzt auch noch den letzten Schritt gehen. Jetzt bei Freiburg sogar Atubolu mal im Tor. Vor dem Halbfinale macht das scheinbar nicht. Und jetzt die gute Möglichkeit für Freiburg. Aber Kobel ist da und kann halten. Bei Dortmund Jamie Beino Gittens mit von der Partie. Legt quer zu Özkan. Der ist auf jeden Fall wieder dabei. Und Süle mischt jetzt auch mal mit. Erste gute Chance für Dortmund. Doan mit dem Lupferversuch, der nichts wird. Und jetzt Süle. Ist ja auch ein Zocker. Das trauen ihm viele immer nicht zu, aber abgesehen von seiner erstaunlichen Schnelligkeit ist er auch noch richtig gut mit den Füßen am Ball und damit eigentlich in der Halle genau richtig aufgestellt. Jamie Beino Gittens, was für ein Tor, 1-0 für den BVB, 1 Minute 20 Sekunden gespielt. Bekommt er zu viel Platz und dann hängt er ihn da oben rein. Wunderschönes Tor für Atubolu, aber mal gar nichts zu halten. Ein Träumchen, dieses Tor. Und wieder Dortmund, Eggestein aber dazwischen, trennt Özkan vom Ball. Hulde hat die Zeit der Welt. Maximilian Philipp sogar mit dabei. Wow, Gulde, schöner Pass, aber der kommt dann doch nicht richtig an, beziehungsweise Philipp kann sich nicht durchsetzen. Eggestein nimmt Atubolu mit. Philipp, Doan, gut gespielt. Philipp! Zu drucklos, dieser Schuss. Oh, und was für ein Fehler von Gittens. Da kommt dann auch die entschuldigende Hand. Mega Bock und Let's Doan weiß das auszunutzen. 1:1, Freiburg gleicht aus. Erzielt hier den ersten Treffer, den ersten eigenen Treffer in dieser Partie. Und sie kommen schon wieder. Philipp, Doan, leichte Beute für Kobel. Und jetzt wieder Dortmund. Özkan gegen Atubolu. Gewinnt der Freiburger Schlussmann erstmal dieses Duell. Mittlerweile doch ein bisschen Fahrt wieder aufgenommen, dieses Spiel. Doan! Gulde, Kobel, nochmal Kobel. Und dann entschärft. Letzten Sekunden ticken für Halbzeit Nummer 1. Ist noch keine Tendenz auszumachen, in welche Richtung es kippen könnte. Süle nochmal mit dem Abpfiff. Erste Halbzeit. Aber es steht 1-1. Wir freuen uns auf einen spannenden zweiten Durchgang. So ist es. Da sind wir wieder. Dortmund mit dem Ball. Süle. Haller. Atubolu hält. Özkan. Nochmal Özkan. Wow. Fast der perfekte Start in Durchgang Nummer 2. Aber sie kommen dann doch nicht zum Erfolg, die Dortmunder. Und dafür jetzt Philipp mit diesem Kracher, aber von der Latte geht der Ball vor die Torlinie. So soll's doch laufen. Doan mit dem nächsten Schuss. Kobel hat Glück. Ich weiß gar nicht, ob er da sogar vielleicht noch dran war. Auf jeden Fall die nächste gute Chance. Jetzt Özkan mit Gittens. Özkan! 2-1 Dortmund. Die zweite Führung für den BVB. Gittens, der sich da gut durchsetzt und seinen Fehler vor dem 1:1 vergessen macht. Aber noch genug Zeit für Freiburg, hier wieder auszugleichen.
Aber erstmal kommt Dortmund. Haller, Beino Gittens. 3-1. Gibt es auch noch eine Kameraeinstellung, die das Tor einfängt? Hoffentlich, ja. Sieht gut aus, ja. Ähnlich habe ich es mir schon vorgestellt, aber das Ganze nochmal zu sehen ist ja vielleicht auch nicht schlecht. 3-1 Dortmund. Sieht jetzt sehr gut aus für Schwarz-Gelb. Freiburg hat eine Mammutaufgabe vor sich. Gulde. Zu wenig. War aber nicht leicht für Kobel, weil viele davor standen. Trotzdem hat er den Ball am Ende sicher. Süle. Ja, Atobolo ist da. Und dann erstmal Freiburg im Ballbesitz. Gulde. Kleinen Trick. Atobolo holzt den Ball nach vorne. Ich weiß nicht, ob das ein Torschussversuch sein sollte. So allerdings nicht. Özkan verliert den Ball. Eggestein. Doan. Macht nochmal den Haken. Manuel Gulde. Zu wenig. Um wirklich gefährlich zu werden. Jetzt wieder Gittens. Tritt nochmal drauf. Süle. Özkan. Minütchen haben wir noch. Eine Minute Zeit für Freiburg, zwei Tore zu erzielen. Oder für Dortmund alles klar zu machen. Es sieht gut aus für Dortmund. Das Finale am Ende gegen Leipzig zu spielen. Da nochmal der Schussversuch von Haller, der aber von Atobolu dann pariert wird über Umwege. Noch 25 Sekunden. Der Anschluss müsste sehr schnell kommen. So geht's aber nicht. Und das ist nach menschlichem Ermessen jetzt auch gelaufen für Freiburg. 10 Sekunden noch. Das wird sich Dortmund nicht mehr nehmen lassen. Und so schaut es aus. Dortmund gewinnt mit 3-1 gegen Freiburg und steht im Finale der Hallenmeisterschaften. Es ist geschafft, wir sind im Finale angekommen. Borussia Dortmund gegen RB Leipzig. Das wird am Ende entscheiden, wer sich den Titel holt. Machen es diese fünf Männer oder vier Männer in Blau und der eine in Grün oder die vier Schwarz-Gelben mit Kobel im Tor. Wir lassen uns überraschen, haben nochmal 2x3 Minuten. Sollte es hier nach 6 Minuten keinen Sieger geben, gibt es statt direkten Elfmeterschießen sogar noch 2x eine Minute obendrauf. Lassen wir uns begeistern von hoffentlich gutem und torreichen und spannendem Fußball. Leipzig mit der ersten Annäherung, aber erstmal noch nicht erfolgreich. Haller. Reus jetzt sogar mal mit dabei und da wäre es fast soweit gewesen. Jetzt aber wieder Leipzig. Castello gegen Kobel, der hält und den Ball von Haller wiederbekommt. Erste Minute abgelaufen. Paar Chancen, noch keine Tore. Haller. Da waren zu viele Beine dazwischen, da kriegt er dann auch keinen Druck mehr drauf. So weiter, 0-0 bis jetzt, Castello 1-0 für Leipzig. Bringt die Blauen in Führung, setzt den Ball oben in den Winkel, da ist für Kobel mal überhaupt nichts zu halten. Und Dortmund unter Druck, unter Zugzwang zumindest, aber es ist genug Zeit, das hier alles nochmal umzubiegen. Jetzt bei Leipzig auch Gulaschi wieder im Tor. Nicht mehr Blaswig wie in einigen anderen Runden. Schlager Kobel. Jetzt die Kontermöglichkeit. Süle. Haut drauf. Gulaschi hält, kann er vielleicht nochmal querlegen, aber er macht es selber, hat ja auch schon einige Male
geklappt. Der Ball jetzt zu Füllkrug. Der Kopfball aus zu spitzem Winkel. Fehler von Gulaschi. Füllkrug gut durchgespielt. Und Ausgleich. Süle mit dem 1:1 nach Fehler Gulaschi. Dann ist es One-Touch-Fußball. Reus, Füllkrug, Süle schiebt nur noch ein. Eine Minute vor Abpfiff des ersten Durchgangs haben wir also einen Gleichstand. Geht auch so in Ordnung. Kein Team, das jetzt deutlich mehr Chancen hatte als das andere. Aber es war eben ein dicker Fehler von Gulaschi, der das 1:1 für Dortmund erst ermöglicht hatte. Alea, zu wenig, um Gulaschi aus der Fassung zu bringen. Die letzten 20 Sekunden laufen. Wer bekommt vielleicht nochmal eine Chance, hier in Führung zu gehen vor der Pause? Momentan sieht es eher aus, als würde es Leipzig sein. Oh, Openda! Aber das ist gar nichts. 2 Sekunden noch, das war's dann wohl. Erstmal, ja, so ist es. 1:1. Alles offen für Durchgang 2. Wer holt sich den Titel? Wir werden es gleich erfahren. Also, ein letztes Mal. 3 Minuten Hallenfußball für dieses Jahr. Reus! Fast mit dem Auftakt nach Maß für den BVB, aber Gulaschi hat was dagegen. Dann auch die erste Chance für Leipzig. Jetzt Süle. Wird sich hier nicht lange im Mittelfeld, wenn es sowas in der Halle überhaupt gibt, aufgehalten. Reus zu Süle. Zu wenig dieser Schuss. Gut platziert, aber zu lasch. Jetzt Forsberg. Forsberg, Schlager, staubt ab. 2:1, RB Leipzig. Muss den Kobel festhalten, vielleicht, aber das ist leichter gesagt als getan. Und Dortmund läuft dem zweiten Rückstand hinterher. Openda, 3:1 Leipzig. Doppelschlag RB und jetzt wird es richtig schwierig für Dortmund, aber es ist noch nicht vorbei, es ist noch lange nicht vorbei. Holt sich Leipzig das erste Mal diesen Hallentitel. Es sieht gut aus. Openda. Fast mit dem 4:1. Und das hätte dann möglicherweise tatsächlich schon die Entscheidung bedeutet. Reus nicht mit dem 3:2. Aber Dortmund bleibt dran. Süle. Halea. Da wird gefeuert aus allen Lagen, aber der Ball will gerade nicht über die Linie. Openda, Castello, so nicht. Kobel wirft weit ab. Halea steht vorne, testet Gulaschi. Halea, nochmal Halea. Ja, 3:2. 1,5 Minuten vor Ende. Alles wieder offen in diesem Finale. Dortmund auf ein Tor wieder ran. Castello, Schlager, so nicht. Kobel hat den Ball. Halea, ein paar Übersteiger. Halea, schieß doch. Warum macht er denn sowas? Lupft er da drauf. Völlig unmotiviert und unnötig. Jetzt aber wieder Halea. Nee, kommt nicht zum Schuss. Castello, quer. Schlager. Reus dazwischen. Castello staubt ab. 4:2 Leipzig. 1 Minute vor Ende sieht es sehr gut aus für RB. Behindern sich Reus und Kobel ein bisschen gegenseitig, aber was sollen sie denn machen? Gibt es nochmal was? Halea! Gulaschi hält. Der Anschluss muss her für Dortmund. Der Anschluss muss kommen. Vielleicht kommt er jetzt. Er kommt, Füllkrug. 3:4. 48 Sekunden vor Schluss. Fehler bei Leipzig hinten. Und genug Zeit, hier zumindest noch das 4:4 zu machen. Spielen dabei Leipzig jetzt die Nerven eine Rolle? Möglicherweise. Reus, Halea, zu wenig. Das ist dann fahrlässig. Solche Chancen muss man besser ausspielen. So kurz vor dem Ende.
Aber noch ist Zeit. Wenn Leipzig trifft, ist es natürlich gelaufen. Aber auch 15 Sekunden Ballbesitz reichen möglicherweise. Nein, sie reichen nicht. Leipzig mit dem 5:3 und der Entscheidung in diesem Finale. Openda macht ihn rein. Und das war's. Die 14 Sekunden werden nicht mehr reichen. Dortmund hat sich zweimal nochmal rangekämpft, aber dann war Leipzig doch zu kaltschnäuzig im Angriff. Füllkrug, nee, Süle war es nochmal. Nee. Das war's. Dortmund, Leipzig 3:5. Am Ende ein tolles Turnier, aber Leipzig holt sich das erste Mal den Titel. Jo, das war es mit der Hallenmeisterschaft 2023. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Leipzig gewinnt. Das wird jetzt wahrscheinlich nicht allen schmecken, aber so ist das Spiel. Vielen Dank fürs Zuschauen. Kommt gut ins neue Jahr oder habt ein tolles Jahr 2024. Bleibt gesund, haut rein und adios.